Für den Marco Briotti ist Kaffee mehr als nur ein Genussmittel. Es ist seine Leidenschaft. Und genau dank dieser hat er nach einer langen Burnout-Zeit auch wieder zurück ins Leben gefunden. Seit bald einem Jahr führt er eine Rösterei und Kaffeebar in der Altstadt von Lenzburg. Kaffee machen ist definitiv eine Wissenschaft. Es ist nicht so, dass man einfach nur einen Knopf drücken kann und dann kommt ein qualitativ gutes Kaffee raus. Ich weiss nicht, ob man sagen kann, das Wichtigste, aber was wichtig ist, ist definitiv mal ein dickwandiges Tastlim, teilenkalktes Wasser, ein hochstehendes Produkt, die richtige Brühtemperatur und viel Zeit. Die Kaffeerösterei und Kaffeebar Don Camillo gibt es seit Dezember 2019 in der Altstadt von Lenzburg. Marco Briotti führt das Lokal gemeinsam mit seiner Frau und Tochter. Wir sind nicht einfach nur eine Kaffeeschenke. Wir verstehen uns als Multiservice alles um den Kaffee herum. Wir rösten das edles Produkt, das man komposten kann. Wir schenken es aus, ist klar. Wir verkaufen die Maschinen in allen Preissegmenten. Wir warten die Maschinen. Wir bilden die Leute aus. Wir gehen seit 2006 Barista-Seminar. Viel Freude. Marcos erster Beruf ist Automechaniker. Später absolviert er ein theologisches Studium, verdient sein Geld damit, Gastro-Kaffeemaschinen zu reparieren. So hat er jahrelang Know-how gesammelt. Das ist meine Bella. Die kommt aus Florenz und ist für mich das Nonplusultra. Die Maschine hat drei isolierte Boiler und man kann jeden einzeln ansteuern mit der Temperatur. Man kann den Druck einzeln ansteuern. Es gibt einzelne Kaffees, die brauchen vielleicht mehr Druck oder weniger Druck und das kann man da alles selber steuern. Auch das Kaffeerösten ist eine Wissenschaft für sich. Nicht jede Bohne braucht die gleiche Temperatur und Dauer, um ihr bestes Aroma auszubilden. Beim Kaffeerösten kommt es darauf an, dass man ein gutes Naturprodukt hat und dass man sich Zeit nimmt. Wir leben im Zeitalter von Fast Internet, Fast Food. Beim Kaffeerösten braucht man ganz viel Zeit, wenn man die Aromastoffe aus den einzelnen Bohnen rauskützeln will. So grosse Röstereien, die dann vielfach 350 Kilo in 6,5 Minuten rösten. Und Mikroröstereien, die nehmen sich Zeit, das Ganze auszudehnen bis 15 Minuten. Und die Mengen sind natürlich viel tiefer. Marco kennt die Bauern, von denen er die Bohnen bezieht und kommuniziert mit ihnen per E-Mail oder Skype. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die wir wissen, sie haben ein Produkt, das sehr hochstehend ist, qualitativ. Und gleichzeitig ist uns wichtig, dass man der Umwelt schaut und dass auch nicht gespritzt wird. Es ist leider so, dass in Minazerei in Brasilien es Bauern gibt, die sind auf Plantagen gewesen, wo gespritzt worden ist. Und das deutsche Fernsehen hat das aufgedeckt, dass die vielfach ab 40 Parkinson bekommen haben. Und das ist zurückzuführen auf eines von diesen Pestiziden, wo versprüht worden ist. Es hat auch etwas mit mir zu tun, wenn es meinem Bruder in Afrika oder in Lateinamerika nicht lang zum Essen. Auch er betet am Morgen, gib uns unser täglich Brot und hungert. Die Bauern, die wollen nicht von uns Almosen, sondern die wollen fair entlöhnt werden für die harte Arbeit, die sie leisten. Und das ist das Gleiche eigentlich auch hier in Europa. Es würde keiner gratis arbeiten oder für den halben Lohn. Wieso sollten die das machen? Im oberen Stock sind Marcos Tochter Larissa und Ehefrau Yvonne daran, den Barista-Shop und Seminarraum einzurichten. Nach seinem Studium hat Marco über 10 Jahre in verschiedenen Freikirchen als Pastor gearbeitet. Jedes Mal musste er das Arbeitsverhältnis wegen eines Burnouts abbrechen. Wenn ich so zurückdenke, dann merke ich, ich habe nicht viel Zeit ins Vorbereiten von Predigten investiert, aber ich habe viel Zeit in Menschen investiert. Und wir haben miteinander einen Kaffee getrunken, sie haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das sind Geschichten, die sind mir enorm nahe gegangen.
Und die habe ich so wie auch in mich hineingefressen. Ich konnte die wie nicht verarbeiten. Und ich glaube, das ist sicher ein Teil, der mich krank gemacht hat. Was mir definitiv gefällt hat, war die Supervision. Bei jeder neuen Stelle als Pastor hat sich das wiederholt. Und jedes Mal, wenn ich aus dieser Geschichte rausgekommen bin, habe ich gedacht, ja nein, jetzt weiss ich, auf was ich achten muss. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Und erst beim dritten Mal, ich habe dann die Ärztin gewechselt, hat sie gesagt, die Spiele, die machen wir jetzt nicht nochmal, und hat mich in eine Burnout-Klinik eingeliefert. Und ich denke einfach, das ist wirklich etwas vom Besten, was mir im Leben passiert ist. Marco fängt an, die Ursachen seiner Burnouts aufzuarbeiten. Bald darauf unterstützt ihn auch die IV, beruflich neue Wege einzuschlagen. Und was um die Frage gegangen ist, was könntest du machen, habe ich eigentlich festgestellt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Wissen in den einzelnen Bereichen. Ich habe auch keine Vision, was ich aus meinem Leben machen könnte. Die einzige Leidenschaft, die ich hatte, war, ich hatte eine gute Kaffeemaschine daheim. Und ich habe mir jeden Morgen Zeit genommen, einen Cappuccino zu gießen, und habe mich an dem erfreut. Und darum war das so wie klar, ich möchte etwas mit Kaffee machen. Marco macht ein mehrmonatiges IV-Praktikum in der Kaffeebar und Rösterei Adrianos in Bern. Zum einen wartet er die Kaffee- und Röstmaschinen und kann dort auch viel lernen. Dort ist so wie die Vision bei mir gewachsen, selber eine kleine Rösterei aufzumachen, einen Barista-Shop, einen Kaffeeladen und einfach auch Menschen erfreuen mit einem guten Kaffee. Seit Marco Don Camillo hat, das ist er wirklich am Aufblühen. Er findet Ruhe in seinem Geschäft. Er hat mega Freude, wenn er Kaffee rösten kann. Voller Leidenschaft und die Kaffeemaschine verkaufen. Und er liebt unsere Gäste und es hat immer wieder Platz für ein gutes Gespräch. Heute geht es Marco gut. Er hat gelernt, mit seinen Grenzen umzugehen. Viel Freude. Danke. Natürlich ist selbstständig ist auch Druck, aber es ist anders. Als Pfarrer, als Pastor machst du Administration, Statistiken, du musst irgendwelche PowerPoints vorbereiten. Das war wirklich nicht meine Leidenschaft, definitiv nicht. Da drin mache ich eigentlich das, was mein Herz schlägt, bin da im Element. Bei mir geht das Herz auf, wenn ich einen Cappuccino gießen kann. Nach 3,5 Monaten muss Marco im Frühling 2020 das Café wegen Corona vorübergehend schließen. Trotzdem kann er in der Altstadt von Lenzburg Kaffee verkaufen. Cristiano war ursprünglich ein dänisches Postvelo, das wir umgebaut haben zu einem Espressomobil. Im Lockdown war es so, dass wir zu waren wie alle anderen auch. Aber wir konnten wegen Cristiano Coffee to go machen. Und es hat sich dann umgesprochen. Machen wir Cappuccino oder Espresso? Cappuccino gerne. Während Covid sind bewusst Leute gekommen, die haben nicht mal einen Kaffee wollen. Die haben einfach gesagt, mir geht die Decke auf den Kopf, niemand hört mir zu. Ich wäre einfach froh, wenn ich von Zeit zu Zeit da vorbeikomme und wir auf der Distanz miteinander Schwätzchen haben. Und dann sind die vielfach mit einem besseren Gefühl nachher wieder gegangen. Kirche hat nichts mit einem Gebäude zu tun, mit Glocken, sondern Kirche ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Schönen Nachmittag. Merci, ja, bis zum anderen Mal. Merci.